Mit oben Sonnenschein. Sehr gut. So. Wer kümmert sich um die Öfen? Das ist ja gar nicht mehr so ein Nee, Werk. wir haben ein anderes Problem. Wir gehen jetzt Sand schaufeln. Ah ja, Es stimmt. gibt keinen Sand Herr mehr, nicht Ofenmeister, einmal die im Kohle ist Hauptlager. alle. Also ich habe hier eine, hier ist noch Kohle drin. Ich liege im Bett. Ich Was? auch. Müssen wir schlafen? Jo. Ich, ja. Okay, dann baue ich hier was auf. Der Wachmann ist auch schon Dort da. bei der Sandsteinfabrik, da sind dann noch ganz viele Doppeltruhen, wo ganz, ganz viel Sand drin ist. Das ist schön. Also Sand ist immer ich. gut. Da kommt man nicht da mal raus. Was? Und Ich wo? versuche gerade hier den. Baut ihr gerade Wo den geht's zum Fahrstuhl Sand? Da oder? hinten? Hier. Da wo das. Hast du die Minimap? Da ist so ein kleines rundes Ding. Ach, So. ich stepp. Komm hinter mir her. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Was denn? So. Ich Du laufe. hast, wir haben jetzt einmal ringsrum. Ja. Ich laufe gerade. Wo haben wir das mal hingesetzt? Hier. Über den Berg da Nee, drüber. da. Hier ist es. Kann man sich schon irgendwas Ah. angucken, oder? Ja. Ja, du kannst die Außenbeleuchtung machen. Sunshine, du müsstest mal ringsrum Theoretisch, ja, den untersten ist Glasblock natürlich so wegklopfen. aus, Hier, dann. Durch die Ja. Pass Kuppel mal muss auf, hier hier nichts mach, mehr hier nimm, hier ist die Aber die wird doch Spitzhacke eh hier aus unten. Glas, Jo. oder nicht? Genau, Ja, und danke. der hatte so viel Schatten, dass deine schöne Farbgebung, es Ja, sieht kein Mensch, genau, es weil läuft alles jetzt so halt grau über. und schwarz ausschaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr das noch ein bisschen dekorieren. Ich komme erstmal hoch auf den Turm. Ja, für Deko ist Domcats Aufgabe, das kann er. Hä? Da bist du der Fachmann, dass das so schön ausschaut am Ende. Ja, aber nur weil ich meine So. Angestellten umherscheuche. Ich sehe gerade, der Schacht ist noch nicht fertig. Das heißt, also ist jetzt nicht weitergebaut geworden. Na, du warst da weg. Ja, das Richtig, du heißt, warst nicht da, darum passiert nichts. ja, weil Hallo. dazwischen Hallo. irgendwie was Und weh, gebaut du schubst wurde mich hier und irgendwie runter. nicht. Ich weiß auch nicht. Nein. Weißt du, willst runter? Warum war Kein ein Problem. Boot, ne? Komm. Komm. Ja, stimmt, ich habe auch gerade gedacht. Mit Boot ist man schneller unterwegs. Jo. Oh, dreimal auf Holz geklopft. Ja, ich habe hier noch keine Bäume gefällt. Okay, ich sehe Premiere. gerade. Ah ja, genau, damit man hier reinkommt. Cool. Cedric. Ja. Mir fehlt jetzt hier aber was, wo ich was draufbauen kann. Au. Setz mal irgendeinen Jo. Block. Mach mal. Danke. Ich mache immer drei hoch, dann. Zack, zack, zack. Ach, du hast immer einen freigelassen, ne? Hätte ich ummachen können. Ja, stimmt. Macht keinen Sinn hier hinten. Das wird dann auf der einen Etage aber ein wenig schwierig mit dem Schacht. Du baust es so, wie die Wände sind. Wow, Weil ja. außen ist auch Eichenholz, von daher passt das. Ja, ist die Frage, weil das sieht hier auf der einen Etage, glaube ich, dann ein wenig blöd aus. Ich weiß nicht. Muss vielleicht mal jemand kommen. Delfino? Jo. Wo bist du? Auf dem Weg, ich fahre gerade mit dem Boot Richtung der im Richtung der Sand. Koordinate, ja? Ja, genau. Okay. Ich komme hinterher. Ah, da hinten kommt's langsam näher. Hallo. Wo habe ich mich jetzt erschrocken? Da steht auf einmal eine Katze hier. Der Wachkater, so. Oh mein Gott. Was? Ganz schön hoch hier. Wer hat denn hier ein Loch gebaut? Ich doch nicht. Ich werde mal wieder runterklettern. Lalala. Das ist mir hier zu hoch. Ah, da ist auch die Zuckerrohrfarm. Also ich weiß echt nicht, wie ich das hier auf den Etagen fortsetzen soll. So. Ah. Rums. Willst du einen Tipp haben?
So, ja. Die Etagen ausleuchten und dann hier einfach zu. Sieht man ja eh nicht von außen. Stimmt, ja. Hier oben ist ja dann so dünn, dass man da eigentlich gar nicht mehr... Da ist eine Menge Sand. Jo, stimmt, hast recht dann. Ich glaube, das Glas wird nicht reichen. Ja, ich bring dir mal Neues mit. Ja, wir holen gerade Sand, damit wir überhaupt wieder was brennen können. Sonnenschein, hier hast du endlich mal die Möglichkeit, mich zu versklaven. Versklav dich noch früh genug, keine Sorge. Dann mach dir mal keine Sorgen. Kriegst dein Fett noch ab. Ja, meinst du? Ja, definitiv. Ja, dazu musst du aber erst noch ein bisschen leiden. Deine Finger müssen richtig Blasen haben. Und so. Dann mach dir mal keine Sorgen drum. Ja, wie Glas gibt's nicht mehr. Wie heißt es so schön? Wer als letztes lacht, lacht am besten. Ich habe jetzt wieder einiges an Sand eingesammelt. Ich dachte, wer als letztes lacht, lacht am lautesten. unterwegs. Hey, da ist ein Ruderboot, da war mal irgendwer. Boah, ich glaube, Cedric, den Rest musst du dann gleich selbst machen, mal. Jo. Genug für heute. Bevor du gehst, kannst du ja dein Zeug in die Truhe packen. Jo. Ich bin da. Apropos Glas, okay. Ich bin schon am Retour weg. Ich habe 20 Glas mehr. Ich habe jetzt mehrere Stacks eingesammelt. Du hast ja eigentlich die beste Glasarbeiterin, die es überhaupt nur geben kann, nämlich Anni. Genau. Nö, da kannst du ruhig noch mehr Sand mitnehmen. Da sind noch ganze Kiste voll. So, ich denke, so weit hoch sollte der Schacht gehen. Wenn man Land geht links, sind dann Kisten. Oh nein, jetzt kletter ich wieder gut, runter. Also wer will, kann sich den Schacht jetzt anschauen. Ich bin fertig. So. Ich bin hier. Ah, okay. Einfach geradeaus. Ui, da unten wuchert es aber von Monstern und Zombies, wa? Wo? Oh? Jetzt dachte ich gerade, so ein Zombie fliegt hoch. Nein. Wegen deiner Spitzhacke, das sah so aus. Ich hab nämlich gerade dran gesehen. So. Ja, ich bin ein Zombie, ich komme mit meiner Spitzhacke. Vollgepackt. Genau. Dann kann man weiter brennen. Ja, Enrico, wann willst du das denn machen und willst du aufnehmen dann, oder? Ja, ist die Frage, ob du aufnehmen willst. Ich meine, ich werde wahrscheinlich dann nicht aufnehmen, weil, habe ich dir eben erklärt. Mhm. Ist die Frage, ob du aufnehmen willst. Die erste 20. Das Glas kannst du mal dem Cedric geben, denn ich höre jetzt hier gleich auf. Na, hier oben kannst du eine Truhe packen. Es ist nämlich jetzt gleich 7:30 und ich habe auch genug. Okay. Oh. Und er ist ja schon wieder untergegangen. Schon wieder. Oje. Wieso machst du das immer? Ja, ich, oh je, jetzt brenne ich auch noch, verdammt. Das war Nummer 3. Er stirbt und brennt. Alle guten Dinge sind 3. Genau. Genau, und wer abrutscht, darf nochmal. Genau. Sehr gut. So, wie geht's? Da. Warum stehe ich? Hier. Einmal um. Oh. Fertig. Jetzt ist Schluss für mich. Ja. So, Cedric. Jo. Hier, bitte. Gut, also meine Arbeit ist erledigt. Ja, tu es in die Truhe dort. Am besten. Ist die Frage natürlich, was ich dann jetzt noch machen kann. Na, die Öfen bestücken. Weil ich bin doch auch gleich bald weg. Ja, stimmt. Alle, alle ist mein Bett. Die mache ich doch schon, die Öfen. Bist du da. Hier, Anni? Bist du hier? Ich spring da jetzt freiwillig und da. Genau, wir bringen den Sound zurück. Genau. Platsch. Gut, das ist ja geschafft. Egal. Ja. Cooler Sprung von da oben. Danke. Ich finde, dadurch, dass er so einen Schatten wirft, sieht das Holz jetzt ziemlich passig aus zusammen. So, alles da rein. Was mir war. Wahnsinn, und die Kuppel entsteht langsam. So, ich wollte da mal was einstellen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann zum Schluss aussieht. So. So. Weißt du, was mir auffällt? Hä? Du siehst fast so aus wie ich. Ernsthaft? Ich bin noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, hast recht. Verdächtig. Ja, aber ich habe ein Kreuz auf der Brust. Ja, ich nicht. Ja. Abschutzbereit. Aber guck mal, wir haben die gleichen Knieschoner und die gleichen. Sag mal,
Bleib mal stehen. Jo, dann gehe ich jetzt hoch und schau. Naja, tatsächlich, ja, doch, du hast recht, tatsächlich. Tatsächlich, wie heißt denn deine? Templer? Ne, ich hab Kreuzritter eingegeben. Oh, ich hatte, glaube ich, Templer oder sowas. Oh, irgendwo ist ein Creeper gespawnt im Turm. Sind wir auch gleich. Wie ja. Irgendwo ist ein Creeper gespawnt im Turm, ich sehe es auf der Map. Kann auch unten ja. sein, weil unter der Redstone-Mechanik ist hier dunkel. Ja, dann. Also du hast dunkle Haare, ja, ich habe helle Haare. Und ein Bart, der ums Kinn herum geht. Ja. Ja. Sich mal rasieren. Sieht ja aus, ey. Ja, wie geht's? Geht das. Wer sagt denn immer im Video, man könnte sich ja mal rasieren, hä? Hä? Hier. Beef. Jo, kann ich vielleicht hier oben noch ein bisschen helfen, oder? Bin bewaffnet, mit zwei Sachen. Soweit nicht, ne? Du kniest ja. doch schon. Ich könnte vielleicht eventuell die Säulen raufziehen. Das könntest du machen, klein Moment, willst du erstmal schlafen sein. Ich weiß. Jetzt ist da dumm noch so ein schwarzer Schatten. Ich lieb. Ich auch. Ach ja. Das ist der Dank dafür. Oder? Ich hab ja. Bisschen was. Ach, du hast wohl selber noch? Ach Gott. Ja, ich hab selber noch genug. Weißt du, Tom, konnte ja nicht an, dass ich so schnell fertig bin. Ja. Und dann drohen sie mit der Gewerkschaft. Genau. Das ist eindeutig der Beweis, dass die Zügel viel zu lasch sind. Es muss mehr ausgepeitscht werden. Ja, genau. So wie die Pyramiden. Dann, genau. Dann bau erstmal deinen Galgen auf deinem Marktplatz. Bevor du mich hängen kannst. Den baue ich früh genug, gleich in der nächsten Aufnahme. Werde ich mir gleich aufschreiben. Warte, ich genau, schreib's mir ja. gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Ich nehme dich Folge. Beim Wort. Ich hier, nehm aha, dich beim Wort. Mein Blog, den hörst du jetzt? Ja. Genau, Folgentitel für die nächste Folge hängt in Höhe. Galgen für Sonnenschein. Ich freue mich schon drauf, wenn der Galgen steht. Dann kann, und die Folge nenne ich dann die untergehende Sonne oder sowas. Genau. Ist gut. Machen wir. Oder die, sehr gut. Die halb hängende Sonne. Nein, das kann ich nicht machen. Ja, stimmt, einen anderen Titel, ja. Das Aufhängen wäre schon okay, aber der Titel, den müssen wir noch anpassen. Tief hängende Sonne einfach, Mensch, so. Richtig, genau. Die Sonne hängt tief, ja. Naja. Na, immerhin hast du dich ja passend gekleidet mit dem roten Kreuz. Vorne. Ja, das passt. Falkensteiner Fahne. Das stimmt. Ja. Wobei jetzt eigentlich übertrieben mit dem Kreuz. Ja. Du hältst dich ja noch zurück, aber ja. Ja. Das sag ich dir. Rennt da wie ein halber Sanitäter durch genau. die Gegend. Auch viel schmutziger seine Kleidung. Da kannst du sehen, dass ich arbeite und schufte bis zum geht nicht mehr. Ja, meine ist noch schön sauber. Und richtig, die ist blitzblank. Ja, genau. Mit Tritzigpuff. Okay, ich bräuchte Ziegelstein. Ja, habe ich dabei. So, jetzt ist es halb. Ja, ich bin jetzt auch weg. Ich mache jetzt auch feierabend. Ich werde euch verlassen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch, ne? Jo, viel Spaß, mal gespannt, ob ihr das Ding da oben noch fertig kriegt. Ja, bestimmt. Jo, immer Zugang? Ja, ja. Was? Alles ganz ruhig. Enrico, das war eine Frage an dich. Jetzt redet keiner mehr. Ja, tut mir leid, ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Habe ich hier jetzt immer Zugang? Also ich würde, also wenn, je nachdem wann wir die Aufnahme machen, würde ich dich eigentlich nicht runterschmeißen, nö. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwie halt geheimnisvoll in der Nacht dann so drauf gehst und alles. Weil ich Sprengplatten hinpacke. Genau. Nee. So unter dem Motto. Genau. Bei Tomke ist ja anders, du hast plötzlich ein komplett neues Dorf. Außerdem spare ich mir ja Arbeit. Wenn ich, er musste bei mir Angst haben, dass ich sprenge, denn ich bin der Sprengmeister. Ja, mein ganzes TNT hat er alle gemacht. Dann lad ja nicht den Powerplayer auf dem Server. Na gut, der zündet ja alles an. Ja. Der Fix, soll da oben Feuer. Jetzt noch einen Ring drauf, oder? Nicht drauf, sondern dran.
Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ich bin dann weg hier. Nee, einen runter. Ja. Jo, alles ciao. Ein bin auch weg. Dann bis, keine Ahnung. Bis später. Später. Tschüss. Genau.